Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem etwas besonderen Video, denn heute werde ich ein Q&A machen, diesmal nicht alleine, sondern mit drei weiteren Mädels. Und ja, diesmal habe ich mir die Fragen selbst ausgesucht und mir war es halt wichtig, dass niveauvolle Fragen sind, aber dass sie trotzdem interessant sind und nicht 0815. Wenn euch das Format auf jeden Fall gefällt, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen, also seid nicht faul und lasst mal ein Like da. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn ich das Ganze öfters machen soll, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare und let's go! Okay, literally. Es ist mir etwas komplett Dummes passiert. Was ist das Peinlichste, was dir jemals onstream passiert ist? Ich glaube tatsächlich, dass mir onstream noch nie was wirklich Peinliches passiert ist. Vielleicht so Kleinigkeiten, aber jetzt sowas, wo ich so zurückdenke und mir so denke, ach du Scheiße. Gibt's glaube ich nicht. Interessante Frage, aber ich habe leider eine langweilige Antwort, glaube ich, dafür. Mir ist noch nie wirklich sowas mega Peinliches passiert. Es ist nicht wirklich peinlich, es ist einfach nur komplett dumm gewesen. Literally, das war halt eben am Samstag. Das war wirklich für mich... Nein, oh mein Gott, das war nicht das Peinlichste. Stopp. Ich dachte, das war peinlich. Aber das Peinlichste, was mir jemals onstream passiert ist, das war 2018. Das war irgendwann mal im März oder so ein Scheiß. Doch letztens gab es irgendeinen Clip, da habe ich richtig weird gelacht. Also, ja, das habe ich rausgeschnitten. Das hatte Flo auch in den Clip-Channel geschickt. Das habe ich rausgelöscht, weil mir das so unangenehm war. Aber es sind halt so Kleinigkeiten, jetzt nichts irgendwie... Was krasses, was mir richtig unangenehm ist, nein. Klar passieren so kleine Dinge wie, dass man auf die Debate-Namen zum Beispiel reinfällt. Sowas wie der gute Hartmann oder sowas. Es ist mir etwas komplett Dummes passiert. Und zwar wollte ich onstream Twitter öffnen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war wegen irgendeiner Tierlist gewesen, die ich onstream ansprechen wollte. Und dann haben Leute in den Chat geschrieben, yo, mach mal Dark-Modus rein, ich krieg Augenkrebs. Und dann bin ich in Einstellungen gegangen, wollte Dark-Modus reinmachen. Oder wenn man auch mega hart in irgendeinem Game missplayt oder einfach gerade schlecht spielt, sage ich mal. Das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber ich habe das Gefühl, das ist in 5 Minuten sowieso wieder vergessen. Also was mega krank, peinliches ist mir noch nicht passiert. Ich habe da angefangen mit Facecam zu streamen hin und her und ich war noch voll schüchtern und habe meinen Eltern nicht gesagt, dass ich halt eben mit Facecam streame. Und ich habe halt eben CSGO gestreamt und plötzlich, also war eigentlich genau die gleiche Perspektive, die ich jetzt habe, ein bisschen vielleicht weiter hier. Plötzlich ist mein Vater in mein Zimmer reingekommen mit Unterhose. Also mein Vater läuft immer mit Unterhosen herum zu Hause und er ist mitten im Stream mit Unterhosen einfach reingejoint und ich so, nein! Und ja, also wurde natürlich ein Clip gemacht, aber ich habe es dann sofort eigentlich gelöscht, beziehungsweise ich habe es erst Monate danach gelöscht. Das war eigentlich ziemlich peinlich, ja. Und das erste, was aufploppt, als ich Einstellungen gedrückt habe, war meine Telefonnummer gewesen und so habe ich dann meine Telefonnummer vor mehreren Leuten geleakt und das war ziemlich unangenehm und blöd gewesen. Das war echt peinlich. Ey, gut, dass ich diesen Clip gelöscht habe. Gibt es irgendwelche Filme oder Songs, die du heimlich schaust und dich dafür schämst? Was heißt schämen? Also es gibt auf jeden Fall ein paar Filme. Das Ding ist, ich bin halt so jemand, der gerne so Kinderserien von früher oder sowas guckt, wo sich bestimmt einige sagen, okay... Also wirklich schämen tue ich mich nicht dafür, weil ich natürlich dazu stehe, was ich mag und was ich gerne höre oder schaue. Ja, es gibt tatsächlich Filme, Serien und Songs, die ich heimlich schaue, für die ich mich schäme. Also schämen würde ich jetzt nicht sagen. Ich höre sehr gerne Loredana. Viele Leute würden jetzt sagen, dass sie schon Fremdscham genug. Ich liebe es einfach, so hier die Vorstadt Krokodile oder sowas zu gucken. Keine Ahnung. Mir fallen jetzt keine guten Beispiele ein. Letztens habe ich auch noch Schloss Einstein durchgesuchtet, so solche Sachen. Aber was man leider sagen muss, ich höre ja sehr gerne K-Pop, hauptsächlich K-Pop. Und es ist halt noch großteilig sehr schlecht angesehen. Oder, naja, es ist schlecht gesagt, es wird sehr gejudged, die Leute, die das hören. Ich habe zu oft schon, selbst im Stream, wenn ich dann K-Pop gehört habe, gehört irgendwie so, ja, K-Pop ist voll gay, alle, die K-Pop hören, sind gay oder so. Was natürlich offensichtlich nicht stimmt. Musiktechnik, also Songs, höre ich sehr oft und sehr gerne Musical-Songs und das sind halt so Songs, die feiern halt wenig Leute. Also viele Leute, wenn ich denen sage so, yo, ich höre Musical-Lieder, gucken mich erstmal weird an, so. Aber ich mag die Songs halt so und deswegen höre ich mir die halt dann zu Hause, wenn ich ganz alleine bin, an und fühle es.
Ich mag Loredana. Ich war sogar auf Mero, auf einem Konzert und habe seine Lieder früher gehört. Ich höre noch immer, wie gesagt, Loredana und ich höre tatsächlich Katja. Krasse Witze, wenn man es ausspricht. Also, ich weiß nicht. Ich finde, sie hat sich aber positiv entwickelt, not gonna lie. Aber wenn ich das jetzt mal sagen würde, so, ja, ich höre Katja, würden sie jetzt mich so anschauen und sich denken, so, you know what I mean, like. Ich habe letztens noch von Apollo 3, oder so hießen die ja, auf jeden Fall das Lied von den Vorstadtkrokodilen habe ich noch gesuchtet, da hatte ich auch eine Phase. Und ja, aber sonst gibt's eigentlich nichts wirklich, wofür ich mich da schämen sollte. Aber schämen tue ich mich, wie gesagt, nicht dafür. Und im Thema Filme, ich weiß nicht, sollte man sich mit 20 dafür schämen, wenn man noch gerne Disney-Filme guckt? Ich glaube auch nicht, deswegen. Also ich stehe dazu, was ich gerne schaue und höre. Und Serien schaue ich sehr gerne noch, Kinderserien. Dafür schäme ich mich auch noch so ein bisschen, aber Kinderserien sind sehr nice und ja, zum Beispiel Miraculous Ladybug, da schaue ich noch und dafür schäme ich mich eigentlich total, aber ich finde es halt einfach nice, okay? Aber schämen würde ich es jetzt nicht nennen, nein. Also schämen, nee. Ich gehe ziemlich offen damit herum. War das Deutsch? Ich glaube schon. In welches Smartphone oder Computerspiel hast du am meisten Zeit investiert? Uff, ich weiß, glaube ich, bei Smartphone war es auf jeden Fall Pooh oder Doodle Jump. Eins von den beiden. Ich habe mir damals extra ein neues Handy gekauft, damit ich Pooh und Doodle Jump spielen kann. Fangen wir erst mit Smartphone-Spiel an. Bei Smartphone-Spiele würde ich sagen, ich habe früher, wo ich noch was jünger war, sehr gerne, ich glaube, das hieß Dragon City, gespielt im Smartphone. Da musste man so Drachen züchten, dann die Eier ausbrüten, kreuzen, mit den kämpfen. Das war actually ziemlich cool. Am meisten Zeit habe ich definitiv in League of Legends investiert. Also ich habe da jetzt so 2500 Spielstunden oder so, aber ich liebe dieses Spiel und dieses Spiel. Mit dem verbinde ich einfach so viel und deswegen bereue ich auch nicht, dass ich da so viel Zeit investiert habe. Boah. Also tatsächlich Minecraft. Like wirklich, immer Spaß jetzt. Ich spiele Minecraft schon seit, ich glaube 11 bin oder so. Und mit 13 habe ich dann angefangen, Minecraft-Videos zu machen. Ich glaube, das war Minecraft oder Sims. Ich weiß es nicht. Das ist eine schwierige Frage, aber ganz kurz. Weil alle haben es immer gespielt und ich konnte das nie spielen. Ich weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr die App oder beziehungsweise die Apps noch kennt. Ob ihr sie auch gesuchtet habt. Ich habe auch extra für den Flex bei meinem Pooh immer nur goldene Sachen gekauft und hat mich richtig cool gefühlt. Ja. Um PC-Games, League of Legends. Allein aus dem Grund, dass ich jetzt schon seit 2015 zocke. Oh mein Gott. Alter, das ist voll krass irgendwie. Und auch wenn ich halt ab und zu zum Beispiel Phasen habe, wo ich halt keinen LoL zocke, ich komme immer wieder zu diesem Game zurück und ich zocke es halt auch wirklich sehr viel. Also ich bin safe habe ich die meiste Zeit in League of Legends investiert. Also Sims habe ich halt eben schon mit 6 Jahren gespielt. Boah, ich weiß nicht. Also es ist echt knapp. Entweder Sims oder halt eben Minecraft. Aber die genaue Stundenanzahl weiß ich halt eben nicht. Aber ich glaube, ich würde Minecraft sagen auf jeden Fall. Minecraft ist mein meistgezocktes Spiel und ich habe so viel Zeit und Liebe reingesteckt. Ja, aber derzeit spiele ich kein Minecraft mehr. Ja, beim PC-Spiel eindeutig Minecraft. Also da habe ich so viel Zeit drin investiert. Bald werde ich das bestimmt noch knacken mit Among Us, wenn ich so weitermache. Nee, aber auf jeden Fall Minecraft. Ich habe es jetzt extra nochmal nachgeguckt und zwar habe ich genau insgesamt hochgerechnet 36 Tage LOL gespielt. Das sind 860 Stunden und 51.627 Minuten. Das ist viel Zeit. Hattest du schon mal Stress mit der Polizei? Und wenn ja, warum? Nein, ich hatte noch nie Stress mit der Polizei. Beziehungsweise, was heißt Stress? Ich hatte das einmal, dass ich mit dem Roller angehalten wurde und sehr viel Glück hatte. Ich muss wirklich sagen, ich hatte, glaube ich, echt schon mehr mit der Polizei zu tun vielleicht als jemand anderes. Aber wirklich 80%, 90% aus familiären Gründen. Vor allem im Jahr 2018 hatte ich sehr viel mit der Polizei zu tun und Gericht und so ein Stuff. Halt, wie gesagt, alles wegen Familienstuff. Ich hatte Gott sei Dank nie wirklich Stress mit der Polizei gehabt. Außer einmal, aber das kann man nicht als Stress bezeichnen. Da war ich mit Gina und Leon unterwegs gewesen und wir wollten gerade nach Frankfurt fahren und auf einmal ist uns so ein Typ reingefahren und dann haben wir uns so mit diesem Typen gestritten und geklärt, versucht zu klären, dass er bei uns reingefahren ist und er hat einfach nicht zugeben wollen, dass er so richtig krass in uns reingefahren ist und hat dann die ganze Zeit so diskutiert.
Ich hatte tatsächlich noch keinen Stress mit der Polizei. Klopf, klopf, klopf. Also ich wünsche das auf jeden Fall niemandem. Ich habe das noch nie irgendwie gehabt. Ich habe keinen Stress mit der Polizei gehabt. Ich habe auch mit der Polizei noch nie geredet gefühlt. Und ich wurde auch noch nicht aufgehalten. Wieso klopfe ich denn die ganze Zeit? Das ist eine Redewendung. Man klopft immer, wenn man irgendwas... Also das ist cringe eigentlich, aber... Aber sonst hatte ich, glaube ich, nee, eigentlich gar nichts. Also einige hatten, glaube ich, so richtig krasse Stories, wie die von der Polizei geflüchtet sind und alles. Aber nein, das habe ich nicht. Ich wurde einfach angehalten. Hatte sehr viel Glück im Unglück. Und das war's. Letztes Jahr war das sogar so, das war ich echt, hatte ich echt Panik und so einen Kram. Und zwar wurde ich auf eBay gescammt, weil ich hatte da zu der Zeit einen Nebenjob gesucht. Und auf eBay kann man ja auch gut nach Nebenjobs suchen. Und die Person hat dann meine Identität geklaut und hat dann in meinem Namen auf eBay halt Drohnen oder sowas verkauft, glaube ich, waren das. Und natürlich hatte sie verkauft, aber nie verschickt, halt schon das Geld eingesteckt. Ich war die Person, die halt dann irgendwann einen Brief von der Polizei bekommen hat. Ich wurde dann dahin eingeladen, aber ich hatte halt relativ Glück, weil der Beamte, mit dem ich dann da geredet habe, der hat sich das schon denken können. Der hat gesagt so, ja, kannst du nichts für, kann niemand was für. Musste ich dem halt alles sagen, was ich weiß, was ich habe, damit sie natürlich den wahren Täter ausfindig machen können. Aber ich bin dann noch ziemlich gut rausgekommen aus der Sache. Dann hatten wir die Schnauze voll, weil er ist einfach weggefahren. Der hatte keinen Bock mehr zu diskutieren. Dann sind wir zur Polizeistation gefahren, haben da halt mit dem Polizisten geredet und gewartet. Aber so richtig Stress war das nicht. Wir wollten halt was machen, aber der Polizist hat dann am Ende gesagt, ja, wir konnten da nichts machen, weil der Typ hat uns halt noch seine Visitenkarte in die Hand gedrückt, bevor er komplett weggefahren ist. Und deswegen konnten die da rechtlich nichts mehr machen. Also nein, mal ganz kurz. Ich bin verwirrt. Also, ich hatte noch nie was mit der Polizei zu tun gehabt und ich hoffe, das bleibt auch so, weil ich muss sagen, die Polizei, die schüchtert mich schon ein bisschen ein, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich hatte bisher noch keinen Stress mit der Polizei und ich glaube, wenn ich weiterhin so bleibe, wie ich bleibe, werde ich auch keinen Stress mit der Polizei haben. Wieso mache ich das? Oh mein Gott, das passt gar nicht dazu. So Leute, das war schon die letzte Frage. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, würde ich mich wie gesagt sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ja, ich hoffe, ihr habt mehr Lust auf solche Videos. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Vor allem in der Kombi mit mehreren Leuten feiere ich das einfach mega. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao. I don't like to fake it.